Hallo, liebe Modellbahnerinnen und Modellbahner. So, jetzt habe ich bloß geguckt, weil ich habe ein neues Mikrofon. Ich hoffe, der Ton wird jetzt deutlich besser. Ich möchte euch wieder ein neues Produkt vorstellen, das wir jetzt neu im Shop haben. Und zwar sind das die Knitterfelsen vom Atelier Dietrich. Das sind im Endeffekt Felsen auf Papier. Wie das Ganze funktioniert, was die Vorteile sind, erzähle ich euch natürlich gleich. Die gibt es in ganz vielen unterschiedlichen Mustern. Die gibt es auch in verschiedenen großen Bögen. Da könnt ihr euch mal auf der Webseite einfach durchklicken, was euch da so gefällt. Und der Vorteil davon ist, dass man halt das statt Gipsen benutzen kann. Dadurch wird die Konstruktion relativ leicht. Das ist vor allem, wenn ihr so Module habt, eigentlich ganz eine gute Idee. Weil die Gips ja doch ein ziemliches Gewicht dann immer mit sich bringt. Es sieht auch ziemlich realistisch aus. Also ich habe jetzt hier schon mal ein kleines Stückchen vorbereitet. Hier, ich habe jetzt so einen kleinen Modulkasten genommen. Da kommt dann später noch so schräg das Gleis drauf. Und das da unten ist Styropor, da, also Styrodur, Styro irgendwas. Haben wir hier mit unserem Schneider aufgeschnitten. Und hier oben klebt jetzt schon mal so die Almlandschaft. Grünalm heißt dieses Muster. Und jetzt zeige ich euch mal kurz, wie das hier aussieht und wie das gemacht wird. Also muss ich kurz die Schere runterlegen, weil die klackert sonst so. Dies ist wasserfeste Pigmenttinte auf Blueback Paper. Blueback Paper kenne ich noch aus meiner Vollzeit-Grafikdesign-Geschichte. Das wird gerne für Kinoplakate benutzt, weil es lichtbeständig ist. Also es ist farbecht. Und ein Vorteil ist, dadurch, dass die Tinte da tiefer reinzieht, bricht die Farbe nicht auf, wenn ihr das biegt. Also es gibt ja auch hier, ich habe jetzt hier einen Katalog. Wenn ihr jetzt hier das brecht, das knickt, dann seht ihr ja, dass die Farbe eben aufbricht, also dass da zum Teil weiße Stellen rauskommen. Ich weiß jetzt nicht, ob man es auf der Kamera so gut sieht, aber das ist praktisch, das ist oben eine Schichtfarbe und hier in diesem Blueback Paper, da zieht die Farbe ein bisschen tiefer rein, weswegen ihr da rumknüllen könnt, wie ihr lustig seid. Und das müsst ihr auch tun für die Knitterfelsen. Also der Name sagt es ja. Einfach knittern, wie ihr lustig seid. So, das muss eine kleine, kompakte, feste Kugel werden. Aber so, dann könnt ihr das wieder auseinanderziehen. Möglichst so, dass es nicht zerreißt. Das kann natürlich bei meiner Grobmotorik auch mal vorkommen. Je nachdem, was für ein Muster ihr halt habt, könnt ihr dann da natürlich nochmal nachknittern. Also es macht vielleicht Sinn, dass ihr das zwei, dreimal knittert. Das macht dem Druck und dem Papier nichts aus. Also da müsst ihr wirklich keine Angst haben. Aber ich muss jetzt tatsächlich sagen, ich finde, das sieht eigentlich jetzt schon sehr cool aus, weil hier in der Mitte so der dunkle Streifen zufällig bei mir jetzt ist, als wäre da halt so ein Wasserrinnsal. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn ich das jetzt hier so dann dazu tue, dass das sehr cool nach einem Wasserfall aussehen wird, einem kleinen. Sieht auf alle Fälle sehr realistisch aus. Jetzt haben wir natürlich das Problem da oben. Also da ist jetzt irgendwie so ein ganz komischer Übergang. Dafür habe ich aber jetzt extra, deswegen hat das Video auch so lange gedauert, noch Kreativscheren eingelistet. Was macht eine Kreativschere? Ich zeige euch das mal kurz an einem. Ja, muss der arme Lilliput-Katalog dran glauben. Weil da kann man es schön sehen. Also. Eine Kreativschere schneidet halt nicht gerade ab. Ich sehe eh mein Billigexemplar. Ich mag Lilliput. Sondern jetzt sieht man es hoffentlich hier sehr schön, sondern die hat von Haus aus so eine Wellung, so eine Zackung drin. Und das ist super praktisch, weil damit könnt ihr die Übergänge wunderbar kaschieren. Also ich habe jetzt hier, bei mir wird das hier oben sein. Und jetzt bin ich mal so frei und schneide einfach mal wild drauf los. Ja, ich muss dazu sagen, es sind alles Rechtshänderscheren. Das gibt es tatsächlich nicht als Linkshänderschere. Deswegen tue ich mir da gerade ein bisschen schwer. Also ich habe keine für Wiederverkäufer als Linkshänderschere gefunden. So, weil dann habt ihr einen schönen unregelmäßigen Übergang. Und das, was immer noch zu krass aussieht, das zeige ich euch dann gleich, was wir da machen. Aber jetzt werde ich jetzt es erstmal so grob anpassen.
So. Ist natürlich jetzt auch ein ganz krasser Kontrast tatsächlich. Die zwei Geschichten hier. Einmal die hübsche Alm und dann einmal die Felswand. So, oh, mein Styropor ist noch gar nicht richtig angetrocknet an der. An der. Wie heißt es denn? Grundplatte. Genau, und dann müsst ihr halt einfach tatsächlich das am besten mit einem Pinsel und Klebstoff hier den Übergang einigermaßen so verkleben. Ihr könnt das auch feucht verarbeiten, also das ist gar kein Problem bei diesem Papier. Das hält echt einiges aus. Und dann im Anschluss am besten, weil welcher Fels ist schon kahl, vielleicht noch ein Grasbüschel draufsetzen, ein bisschen Turf draufsetzen. Es ist sehr gut zu verarbeiten tatsächlich. Also ich bin jetzt sehr überrascht. Natürlich gibt es immer noch Potenzial nach oben, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also ich bin sehr zufrieden tatsächlich damit. Aber jetzt hätte ich schon noch zwei, drei weitere Ideen. Aber es war mein erstes Mal, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann, wenn ihr wollt, schaut doch mal im Shop vorbei. Knitterfelsen vom Atelier Dietrich, jetzt eben neu. Und ich finde das eine super Idee. Und es sieht wirklich echt sehr realistisch aus. Dann war es das auch. Und ich sage bis bald. Und lasst mir doch ein Abo da, wenn ihr wollt. Euer Daniel von spurenteile.de.